Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie an der Gedenkveranstaltung teilgenommen haben. Insbesondere herzlichen Dank an Frau Heinrich und an Frau Fowe. Vielen Dank, dass Sie aus Ihrem Leben bzw. dem Leben Ihres Vaters berichtet haben. Ich hoffe, dass viele Schülerinnen und Schüler, alle Schülerinnen und Schüler, das Tagebuch der Anne Frank kennen. Dort berichtet ein 14-jähriges Mädchen aus ihrem Leben bis hin zu ihrer Ermordung. Und dieses Tagebuch der Anne Frank, das Tagebuch einer 14-Jährigen, ist ein Symbol für Menschen, die den Verbrechen des Nationalsozialismus zum Opfer gefallen sind. Aber solche Veranstaltungen wie diese und diese Litfaßsäulen machen deutlich, wie viele Menschen betroffen waren. Die Zeitzeugen, die heute berichtet haben, heute 89, Frau Heinrich, zum damaligen Zeitpunkt 14 oder 15 Jahre alt oder 20 Jahre alt, 18, 19 Jahre alt, machen deutlich, was sie erlebt haben und was das für jeden einzelnen Menschen bedeutet hat, diesen Verbrechen ausgesetzt zu sein. Und ich lade Sie herzlich ein, sich jetzt die Litfaßsäulen anzuschauen, das Schicksal der betroffenen Menschen kennenzulernen. Und ich lade Sie alle ein, auch mit wachen Augen durch Berlin zu gehen und sich auch die Litfaßsäulen, die Sie überall an verschiedensten Orten in Berlin sehen, anzuschauen. Und die herzliche Bitte zum Schluss, sagen Sie es weiter, zeigen Sie Gesicht, treten für Sie, für Demokratie ein. Vielen Dank.